Wieso geht die Welt unter? Opi. Oh mein Gott, bin ich. Was ist das? Gewitter oder was? Kann hier auch vorbeikommen. Ach Gott, jetzt wird dann. Oh, nice. Stimmt, hört ihr die Musik? Oh, das ist Einschlafmusik, wenn man müde ist. Oh mein Gott. Das ist, manche Spiele machen es einem echt schwer, wenn man so eine gemütliche Musik hat, aber wenn man so müde ist. Man will keine gemütliche Einschlaftöne hören. Man will was anderes hören. Okay, wir müssen irgendwie rein. Der große Müllcontainer war voller Schrott. Hallo und willkommen zu Teil 3. Wahrscheinlich nach der Werbung. Von Baphomet's Flug 5. Ich bin super müde und ich habe den zweiten Kaffee. Und hoffe, dass es jetzt besser wird. Haufenweise alter Plunder. Meist Kästen mit alten Farben und Stücke von Bilderrahmen. Dazwischen Draht, Pappkarton und dubios aussehende alte Klamotten. Okay. George Stobbart. Ah, mich hier ist Doppelbart. Gewiss haben Sie sich an meine Anweisung gehalten, Paris nicht zu verlassen. Natürlich, natürlich Inspektor. Inspektor. Gut. Verstehe. Pünktlich um 12, Monsieur. Wie sagt man bei Ihnen doch gleich? High noon. Klar. It's high noon. Sei nicht ein Also unseres Rendezvous, sorge ich für Ihre außerordentliche Ausweisung. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Geil. Das war Navette. Die brauchen uns morgen in der Galerie zur Rekonstruktion des Verbrechens. Lass mich raten. Abwesenheit wäre ein krimineller Tatbestand? Ganz genau. Fuck. What? Wow. Ich meine, ich habe schon fertige Autos gefahren, aber... Ich öffnete die Motorhaube des Transporters. Aber... Der... Oh, Whisky. Slainte. Ich beschloss, die Handbremse schön in Ruhe zu lassen. Wieso? Kein Piep. Die Hupe war kaputt. Lass uns die Hupe erst reparieren. Der Motor wurde zusammengehalten von Rost und Dreck. Alles war mit einem klebrigen, schwarzen Ölfilm überzogen. Die Hälfte der Kabel war an nichts angeschlossen. Es war klar, warum der Wagen nicht gehupt hatte. Keine der beiden Hupen war mit der Batterie oder dem Fahrerhaus verkabelt. Okay. Eine Reihe Kabel führte vom Armaturenbrett in den Motorraum. Viele der Kabel schienen nirgendwo hinzuführen. Das war die Batterie des Wagens. Die musste ich irgendwie mit der Hupe verbinden. Der Motor des Wagens. Ich hatte keinen Grund, ihn kaputt zu machen. Das war eine der zwei Hupen des Wagens. Sie schien an nichts unter der Motorhaube angeschlossen zu sein. Zwei Kabel hingen lose herab. Das war eine der zwei Hupen des Wagens. Sie schien an... Das würde nicht funktionieren.
Was können wir denn? Das hätte nicht funktioniert. Wie soll ich denn ein Kabel abknüpfen? Das lohnte sich nicht. Okay. An der Batterie hingen eine Reihe kurze, gekappte Kabel. Keins der Kabel war mit irgendetwas verbunden. Ja, dann verbind's doch hiermit. An der Batterie hing... Das war der Motor. Das würde niemand... Das wäre nur... Zieh's halt hier rum. Ich brauche jetzt erst irgendwo ein Kabel oder so. Nico. Was gibt's? Cool, dass es nicht bis hin läuft. Da brennt Licht, aber es macht niemand auf. Vielleicht hört man dein Klopfen nicht. Versuchen wir halt auf andere Weise auf uns aufmerksam zu machen. Und wir klettern hoch. Wieso nicht? Das Hochklettern an Dachrinnen war nicht so ganz mein Ding. Was? Georgie, weißt du schon, wie oft du das gemacht hast? Keine Ahnung, kann noch mal Müll graben. Noch was? Ich hatte gefunden, was ich brauchte. 2 Stücke Draht. Ah. Im Motorraum herrscht. Ich koppelte die Hupe mit dem Kabel an die Batterie. What? Noch beide Hupen? Geht das jetzt einfach so? Die Hupe war kaputt. Eben, ich dachte, ihr müsst den Stromkleister schließen. Deswegen wollte ich die eine Hupe nur verbinden, nicht die andere. Schau, Ich wollte das zweite Kabel, das hört automatisch so hin. Ich wollte es auch da hoch verbinden, dass die Hupe hier ein Stromkleister ist. Ach so, dann nimmt das nochmal. Da war bereits ein Kabel. Ich schloss die Kabel aus dem Fahrerhaus an die Hupe an. Ach so. Jetzt hat aber die Hupe dran. Ja lol, da verbindet aber so. Wieso? Fehlt mir ja noch ein Kabel. Oder? Ein Haufen Farbe, Draht und anderes Zeug. Draht. Weiter gab es nichts Interessantes. Dann nimm halt noch ein Draht. Weiter gab es nicht. Okay, es sagt, es sei noch Draht da, aber nimmt es nicht. Also brauche ich bloß 2 Drähte? Okay, reicht es? Oder ist es jetzt die Batterie angeschlossen? Oder muss ich, sind die ineinander nochmal verbunden? Ich koppelte die Hupe mit dem... Okay. An der Hupe hin... Wenn ich ein Kabel übrig hätte, könnte ich es mit der anderen Hupe verbinden. Brauche ich das? Die Hupe war kaputt. Weiter. Du hast gerade gesagt, dass es dann noch... Ein Haufen Farbe, Draht und anderes Zeug. Draht!
Draht! Weiter gab es nichts Interessantes. Okay, ich weiß es. Okay, ich bin ein bisschen unentschlossen, ob dieses... Hier liegt Draht rum. Er nimmt den Draht nicht auf. Also will er nicht einen dritten Draht verwenden? Ich soll... Also... Irgendwas, eins sagt mir Game-Mechanik-mäßig, er nimmt nur zwei Drähte auf, also muss ich es mit zwei Drähten schaffen. Aber Teddy, wie gesagt, ich muss hier noch das ganze in Stromkreis schließen. Aber er will anscheinend, dass ich das Rätsel mit zwei löse. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit zwei lösen soll, ohne dass ich da... Weil ich kann das Kabel nicht damit verbinden. Er lässt mich nicht... Er tut, wenn ich das hier anschließe... Ich schloss die Kabel... Er nimmt das da dann... dahin. Nein, ich hoffte, das würde nicht meinen ganzen Plan kurz schließen. Zwei kurze Kabel. Schau, ich musste die Kabel dann zu... Das Kabel war zu kurz. Na, schau. Ah, das ist bescheuert, weil... Das Kabel war gerade lang genug, um Hupe und Batterie zu verbinden. Er hätte auch einfach einen dritten Draht aufsammeln können. Die Hupe hatte Saft. Ja, einfach einen dritten Draht aufsammeln können. Ich hatte die Hupe... Also schon, dass ich einen zerschneiden muss. Wenn er eh sagt, hier liegen Drähte rum. Ich dachte, das müsste Hobbs hören. Halt! Immer langsam mit den beknackten Pferden. Was treiben Sie da mit meinem Wagen? Hallöchen, wir haben Ihre Hupe repariert. Das hört man. Und was suchen Sie in meinem Hof? Ich störe Sie ja ungern nochmal, Mr. Hobbs, aber... Was? Tja, das hätte besser laufen können. Er strotzt nicht gerade vor Freundlichkeit. Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka uka. Vielen Dank dir, Sorak, für 14 Monate Unterstützung. He is upon the dreadful, clever, all powerful, hateful sword swicknin. Face punchin, insult flingin, an alle round hands am burgyblackhrt. Seriously. Feast away. I'm quite beautiful. Danke dir, Sorak. What? Ich hab ein Spamfeld an, dass so ein riesen Text nicht da durchging. Dass so ein riesen Text da durchging. Oh Mann. Hey, 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 hey. Mein Spamfit. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Danke dir für 14 Monate. Zum Kuckuck nochmal. Häng dir weg von meinem Lied? Transporter. Sorry, wir müssen kurz mit Ihnen reden, Mr. Hobbs. Tag, Mr. Hobbs. Wir kommen von der Modellagentur. Wurde aber auch Zeit. Meine Frist drängt. Kommen Sie rauf. Wird auch Zeit, dass Sie auftauchen. Hallo, Mr. Hobbs. Dürfte ich vielleicht... Schnauze, Fury. Keine Zeit für Gequassel. Hinter dem Paravent können Sie sich ausziehen. Ausziehen? Sowas abgemacht. 20 extra, weil ich Sie ohne Klamotten brauche. Das Atelier war ein Eiskeller. Sie müssen sich nicht ausziehen, Schätzchen. Ich habe eine lebhafte Fantasie, die wird genügen. Ach, was soll's. Pflanzen Sie sich da drüben auf den Teppich und machen Sie mir die Belle Epoque-Schlampe. Wollt einen nackten George hintern sehen? Allerliebst. Genau so bleiben. Nico sorgte prima für Ablenkung. Mir musste nur noch was einfallen, wie ich an die Mappe rankam. Verzeihung, Mr. Hobbs.
Mann, was wollen Sie denn? Sie sollten nackig da auf dem Teppich liegen und Ihre Kronjuwelen blitzen lassen. Ja, ganz genau. Dürfte ich Ihnen vorher bloß ein paar Fragen stellen? Himmel, ein Modell, das sich schämt und schwätzt. Hab ich Geburtstag oder was? Der Spruch, den man braucht. Oh, shit. Okay. Ich höre, Sie haben das Gemälde restauriert, das vor kurzem in Paris gestohlen worden ist. Kann gut sein. Ein schönes Stück. Man riecht förmlich den Schmerz in jedem Pinselstrich. Hallo, Schnitzel. Kennen Sie einen Russen namens Medowski? Nur müde. Kennen Sie Medowski? Jeder aus der Londoner Kunstszene kennt Medowski. Zweite Kaffee regelt hoffentlich. Und jeder aus der Londoner Kunstszene, der seine Kniescheiben liebt, weiß, wann es Zeit ist, die Klappe zu halten. Okay. Ich wollte mich nicht setzen. Es war Zeit zu handeln. Ich hatte keine Lust, mich mit der riskanten Verkabelung da drin rumzuschlagen. Hey! Finger weg von dem Ding! Die Heizung zieht zu viel Strom. Das verkraftet das Netz hier nicht. Sorry. Okay, mach mal erst. Upsa. Stereoanlage an, dass du es nicht hört. Wow, eine alte Wolfson-Wang-Anlage. Sowas hatte ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Ich drehte die Musik wieder leiser. Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Meine Güte, das ist doch George Stoppard. Lady Pyrmont, Himmel, Sie sind ja... Nacht? Aber natürlich. Als Muse eines Malers ist man des Öfteren in Pelotas. Also, George, nicht zu schüchtern. Kommen Sie in meine Arme. Der Albtraum hatte begonnen. Ich war gefangen, saß in der Falle, erstickte in Lavendelschwaden. George, Liebster, reichen Sie mir meinen Morgenrock. Es ist so kalt hier. Oi, was soll denn das mit dem beknackten Morgenrock an? Himmel, Herrgott, ich brauche Sie doch nackt. Ich habe eine Frist einzuhalten. Nun, mit solchen Manieren können Sie Ihre Frist vergessen. Und außerdem ist es eiskalt hier drin. Lady Pyrmont und ich waren uns schon mal begegnet. Sie war überlebensgroß in jeder Beziehung. Was ich machen muss, ich muss die Mappe hier klauen. So muss ich ihn gerade ablenken. Und Pyrmont. Lady Pyrmont hat ihren ersten Auftritt im ersten Teil von Baphomets Fluch. Sie gibt mit ihrer untadeligen Abstammung an und damit, dass mein Blut zwar blau sein mag, aber mein Fleisch aber drall wie Rindfleisch. Was? Gottchen, der Satz ging anders, weil ich dachte, mein Blut zwar blau sein mag, mein Fleisch aber drall wie Rindfleisch aus dem guten alten England. Und sie scheut sich nicht, es zur Schau zu stellen. Eins steht jedoch fest. Wenn man in der Klemme sitzt, kann man sich stets auf sie verlassen. Das heißt, wir können sie um eine Ablenkung und können erstmal Thermostat aufdrehen. Aufzug. Hey! Ich hab doch gesagt, fassen Sie das Thermostat nicht an! Dann lassen wir uns von ihr helfen, würde ich sagen. Lady Pyrmont. Oh, George, seien Sie ein Schatz und sehen Sie nach der Heizung. Mal sehen, was ich tun kann.
Kommode, Aufzug. Eine ganze Reihe Schnapsflaschen, alle leer. Kann es ein Whisky geben? Nochmal die Luft raus, Mr. Hobbs? Klar, von mir aus. Die Luft raus? Was ist das eigentlich für ein Spruch? Die Luft rauslassen. Hey, ich bin noch nicht fertig. Wirk, du Kaffee, wirk. Ach so, die Luft rauslassen aus dem Glas und was anderes reintun. Ach so, jetzt macht Sinn. Weil ich hab mir gedacht, ich hab die Flasche gedacht. Und wenn ich die Flasche leer trinke, dann was kommt doch mehr Luft rein. So hab ich's gedacht. So, das macht doch keinen Sinn. Aber ja, es macht Sinn, klar. Du schenkst dir ein Glas ein und dann lässt du die Luft raus. Hey, hören Sie auf damit. Die Stromversorgung hier ist wackelig genug. Wenn der Strom wegbliebe, wäre Hobbs mit Sicherheit abgelenkt. Tja. Aber der Aufzug würde kaum das ganze System lahmlegen. Ja, ich muss erst noch den Thermos anmachen, aber dazu müssen wir ihn abfüllen. Ja. In der Nase. Zieh dann ein Pickelchen. Da kommen jetzt alle raus. Ich sah keine Veranlassung hinauszugehen. Fütter mal immer Trevor. Seine hungrig. Ich gab Trevor einen Krümel. Den Keks fraß sie zu gerne. Automatische Speichern. Gab's nicht, eine Taste für Sachen sehen? Nee, gab's nicht, ne? Was ist die Mappe? Können wir mit Nico nochmal reden? Und wie werden wir es anstellen, an die Mappe ranzukommen? Vielleicht könnte deine Freundin dort uns helfen. Ja, was ist das? Sie hat jede Menge, zu bieten. Aber Raffinesse gehört eher nicht dazu. Wer redet denn von Raffinesse? Wir müssen Hobbs ablenken und zum Ablenken ist ja genug an ihr dran. So, und jetzt geh mir bitte aus der Sonne. Um mir weitere einschneidende Überraschungen zu ersparen, beschloss ich nicht hinter den Paravent zu sehen. Wir brauchen vielleicht einen anderen Song, der lauter ist? Hobbs schien auf psychedelischen Jam der 70er zu stehen. Die Platte stand jetzt still. Es war Jasmine Breeze von den Harry Lobsters. Die Platte stand jetzt. Hobbs schien auf Psych. Burroughs, Dick, Rand. Hobbs mochte schwere Literatur voller Paranoia. Ich brauchte eine bessere Idee. Dammit, ich wollte irgendwie. Willst du nochmal mit der Alten reden? Ich dachte lieber, dass es wärmer ist, aber wir schauen nochmal. George, Schätzchen, können Sie sich bitte mal um die Heizung kümmern? Ja, aber der erlaubt mir das nicht, dass ich. Kann ich vielleicht mit ihm reden und sagen, ob ich die Heizung anmachen kann? Weil sie das braucht. Verzeihung, Mr. Hobbs. Was denn jetzt? Nacktheit. Lady Pimio friert. Was dieses Nackigmachen betrifft. Mann, was denn nun? Angst, dass er ihn vor Kälte nach innen schlüpft? Nein, es ist bloß. Das erste Mal? Alles ein bisschen peinlich? Also, wenn's hilft, machen wir uns halt alle nackig. Ja? Nein, auf keinen Fall.
Na ja dann, was soll das Gezicke? Zeigen Sie dem Affen die Nüsschen. In meiner Familie hieß es immer, wenn eine Sache es wert ist, getan zu werden, dann tu sie anständig angezogen. Ich finde es schon, wenn alle nackt sind. Also, wenn du jetzt in einem Hallenbad oder schwimmen gehst und dann in der Dusche bist, das ist kein Problem, springen alle nackt rum. Aber wenn du im Raum bist, wo alle angezogen bist und du der einzige Nackte bist, ist es ein Problem. Lady Pyrmont bittet sie, die Heizung etwas aufzudrehen. Es ist sehr kalt hier drinnen. Ach, tatsächlich? Tja, sagen Sie Ihrer Majestät, die Heizung bleibt aus. Die Kabel hier schaffen das nicht. Ich werde Sie jetzt mal... Sie sind zu gütig. Du. George, Schätzchen, können Sie sich bitte mal um die Heizung hier kümmern? Ich denke, ich muss es laut genug einfach machen. Aber... Vielleicht kann ich mit der Schallplatte was kann man mit der Schallplatte machen, dass sie lauter wird? Das würde irgendwas drauf. Ich brauche auf dem Plattenteller. Ich drehte den. Das war der Lautstärke. Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Wieso nur etwas? Ich drehte die Musik. Ich drehte die Lautstärke. Das würde nie. Das ist scheiße. Das wird. In groben Strichen hatte Hobbs ein junges Paar und eine ältere Frau neben einem umgekippten Picknickkorb skizziert. Die drei waren nackt. Hinter ihnen plauderten zwei Männer in Anzügen miteinander. What the fuck? Die Rote war zu, ne? Abgeschlossen. Nochmal Schlösser knacken oder so? Das würde nie. Das wäre. Kann ich ihr einen Whisky geben, dass es sich warm fühlt? Also ganz normal. Das heißt Alkohol, du fühlst dich wieder warm. Gottchen. Kleines Schlüppchen gegen die Kälte gefällig, Lady Pyrmont. Oh, nein, mein Lieber. Sowas rühre ich nicht an. Erinnert mich an Ehemann Nummer 5. Oder war 6. Jedenfalls entsetzlich fad. Ich trinke ausschließlich Gin. Eis, Zitrone, ein Spritzer Tonic. Kann ich sie anzünden, also vielleicht warm? Was halten Sie hiervon, Lady Pyrmont? Nicht viel, Georgie, nicht viel. Nochmal die Kabel probieren jetzt. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich nochmal rausgehen, aber ich glaube auch nicht. Ich hatte keine Lust, mich mit der riskanten Verkabelung da drin rumzuschlagen. Ich nehme an, ich muss den Thermostat ungestört anmachen. Dann zieht sie sich aus und ist noch mehr abgelenkt und dann... Mach ich den Aufzugknopf und dann überlädt alles und dann muss das nach dem Strom gucken und ist weg. Oder so. Hey, ich kann auch rausgehen nochmal. Das könnte man aber hier finden, nichts. Das soll schon hier zu finden sein, was ich vorher gefunden hätte. Die Tür war versperrt. Durch das Fenster sah ich, dass der Transport... So, ja, leer war hauptsächlich die Mappe nicht. Nur alte Platten rum oder so. Kann man die Schallplatte irgendwann manipulieren, dass sie stärker... Der große Müllcontainer war voller Schrott. Dass sie lauter ist? Himmel nochmal!
Die Tür ist offen. Das war ein volles Whiskyglas. Doch noch mit ihm alles reden. Sonst Verzeihung, Mr. Hopp. Was denn jetzt? Jetzt darf man mal alles damit labern. Und Sie wollen sicher nicht über Medowski reden? Sind Sie taub? Ich hab doch schon gesagt, das Thema nervt. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die Heizung aufdrehen für Lady Piemont? Auf gar keinen Fall. Mr. Hopp, behalten Sie Ihre 20 extra. Wenn's Ihnen nichts ausmacht, mache ich es lieber nicht. Nacktheit. Hören Sie, Mann. Dieses Bild fordert Nacktheit, also kriegt es Nacktheit. Und ich bring Ihre rosigen Bäckchen auf die Leinwand. So oder so. Das führte nirgends hin. Ich musste ihn weiter hinhalten, bis ich einen Blick in seine Mappe erhaschen konnte. Ich dachte, Sie sind Restaurator. Aber was Sie da malen, ist ja ein ganz neues Bild. Naja, schauen Sie, manche Kunden wollen ein Bild, das sie nicht besitzen, ganz neu gemalt, wenn Sie verstehen. Leider nein. Schon gut, Sonnenschein. Selig sind die Armen im Geiste. Erzählen Sie mir mehr über La Maledictio. Warum das ganze Interesse an diesem Bild? Wir sind hier ja nicht an der Slate-Schnuppelchen. I don't know. Es ist ein bisschen stickig hier drin. Darf ich was von dem Zeug sprühen? Brie? Grundgütiger, tun Sie's weg! Das ätzt mir ja die Farbe vom Bild! Ich habe einen Brief für Sie, Mr. Hobbs. Von der Modellagentur? Die Geißel meines Lebens. Modelle. Da wir gerade davon sprechen, wieso sind Sie noch angezogen? Darf's noch ein Whisky sein? Danke, aber mein Glas ist noch voll. Keine Ahnung. Kann ich irgendwie den Ich meine, hier muss da irgendwas. Habe ich hier irgendwas übersehen? Hier steht bei Schallplatte. Kann ich die irgendwie auswechseln auf ein anderes Lied? Hobbs schien auf. Der nimmt es ja nicht, dass mich da was anderes nehmen kann. Hobbs schien auf. Die Platte stand jetzt still. Das würde niemals klappen. Vielleicht ist der Aufzug hoch, anstrengend, das runter, kann ich mit der Büroklammer den Schlafsack kriegen? Das wäre völlig... Wie war das? Hey, hören Sie auf damit! Die Stromversorgung hier ist wackelig genug! Vom Aufzug allein würden... Die Sicherung nicht rauslegen, hat er gesagt. Das verschlossen. Das war ein klappriger alter Aufzug. Lobst nicht mit ihm reden. Nein. Ich meine, okay, was ich mir denke... Spieltechnisch, was ich mir Gedanken habe, ist. Verzeihung. Ich kann mir das hier. Ja, Schnauze. Mal weg. Schau mal, wenn ich einfach bloß das Radio an- und ausmachen könnte, dann könnte ich ihn auch so benutzen. Na, ich will hier nicht untersuchen, sondern einfach sowas wie benutzen hier. Benutzen. Aber ich kann es extra untersuchen noch und nicht nur einfach an- ausschalten. Ich habe hier ein eigenes Bild. Ich kann Lautstärke. Musik lauter und leiser machen. Musik außen einschalten. Die Platte stand jetzt. Hobbs schien auf Psychedelika. Oh, und als ob ich mit der Platte was machen kann.
Das war beinahe eine grandiose Idee, beinahe. Das lohnt. Das würde nie. Das wäre. Ich brauche. Nee. Das würde nie. Überlegen, kann ich den Knopf irgendwie abreißen? Das würde nie. Hops schien auf. Jetzt ist es leiser, generell. Wieso? Ein alter Plattenspieler mit Verstärker. Das einzige im Raum, was nicht mit Farbe bespritzt war. Vielleicht macht es ein anderes lauter und lauter lauter. George, Schätzchen, können Sie sich bitte mal um die Heizung hier kümmern? Ja, da stand Bücher. Oben links sieht man Bücher. Oh, sorry, die siehst du. Ich dachte, ich war oben links. Hier oben links sind Bücher. Burroughs, Dick, Rand. Hobbs mochte schwere Literatur voller Paranoia. Burroughs. Das war aber alles. Um mir weitere ein. Ja, da will er nicht manchmal hintergehen. Was? Flaschen. Achso, die Achse sind leer. Kann ich da irgendwie links gehen? Ah. Da will er nicht. Hier klick. Läuft aber bis dahin. Den Nagelclips auf die drehende Platte, auf die fertige. Als es nicht gestartet hat. Was macht das? Dann macht das so quietsch. Aber. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Beinahe. Was heißt beinahe? Das hätte nicht funktioniert. Tja, schien mir so eine tolle Idee zu sein. Lanes Nagelknipser. Es waren die Buchstaben HL eingraviert. Nee, ich musste was anderes versuchen. Die Stereoanlage war aus. Am Lautstärkeregler zu drehen, würde nichts bringen. Hallo, Shuri. Kommen zu Kadi schläft ein Stream. Das würde nicht funktionieren. Oh. So aufwachen so. Ich kann hier keine auswechseln. Das heißt, muss immer Schallplatte. Hobbs schien auf dem Plattenteller drehte sich eine Platte. Ja, was tue ich damit drauf? Das wäre. Ich kann Handy anrufen. War nicht die beste. Ah, das könnte man anrufen. Chef. Keine Ahnung. Ich probiere gerade einfach alles aus. Mr. Rickenbacker. Sind die logischen Ideen ausgegangen? Habe ich allerdings. Ich war bei Medowski, dem das Gemälde und Vera Security gehören. Ich habe Papiere gefunden, die beweisen, dass Medowski sein eigenes Bild stehlen ließ. Sehr gut. Aber wir brauchen mehr. Sie müssen das Gemälde finden. Es war nicht die beste Zeit für einen Anruf bei Rickenbacker. Ja, noch weiß ich nicht. Ja, der Plattenspieler ist zu, in der Tat. Aber ich kann den dann irgendwie nicht aufmachen. Schau, ich habe hier bloß Schallplatte. Das sind die Schallplatten hier. Und wo geht der auf? Die Knöpfe kann ich hier nicht bedienen. Das muss der Einschalt-Ausschaltknopf. Kann nicht hier irgendwie... Irgendwas. Das ist bloß hier Plattenspieler, zeigt er mir hier das alles an. Die Platte stand jetzt...
Das war die alte Münze aus Medowskis Bibliothek. Ich hatte vergessen, sie zurückzulegen. Ja, aber der Thermostat verbraucht Strom, der Lift verbraucht Strom. I don't know. Wenn ich einen Lift benutze, sagt das reicht nicht alleine aus. Meine Annahme ist, ich muss den Thermostat anmachen und dann noch den Lift machen. Hey Mann, was? Weg da! Das ist privat hier! Oh, sorry. Oh. Dafür muss ich also die Musik laut machen, dass er das nicht hört. Das ist ja meine Annahme, dass ich beides machen muss. Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Dass das beides gleichzeitig läuft. Aber... Hey, hören Sie auf damit! Die Stromversorgung hier ist wackelig genug. Vom Aufzug allein würden die Sicherungen nicht rausfliegen. Eben, das ist auch der Hinweis drauf. Im Aufzug allein. Die hätten eine Balkontür. Vielleicht kann ich irgendwas knacken, die? Ah, da würde ich ja sagen, Büroklammer normalerweise. Das würde niemals. Ich kann das Rasierwasser auf sie sprühen. Den lassen wir machen. Und ich konnte ihn den Whisky nachfüllen, aber der trinkt auch nicht. Möchten Sie mal riechen? Lieber nicht. Das versetzt mich zurück in die 70er Jahre. George, Schätzchen, können Sie sich bitte mal um die Heizung hier kümmern? Alles klar. Und dann gehe ich in den Thermostat. Aber er sagt nein und das ist halt auch laut. Hey! Ich hab doch gesagt, fassen Sie das Thermostat nicht an! Sorry, aber Lady Piemont friert und ich dachte... Hören Sie, Mann, ich weiß, es ist arschkalt hier drin, aber die Verkabelung in diesem Gebäude ist uralt. Das haut nur die Sicherung raus. Majestät wird sich dran gewöhnen, dass es ihr die Haare aufstellt. Lady Piemont, Mr. Hobbs lässt mich die Heizung nicht aufdrehen. Oh, okay. Na, das werden wir ja sehen. Ah, oh mein Gott. Ah, mich juckt's im Ohr. Wenn Sie die Heizung nicht höher drehen, verweigere ich die Kooperation. Lady Piemont, die Stromkabel hier halten die Belastung nicht aus. Sie wissen doch, wie alte Gebäude sind. Dann erkläre ich diese Sitzung hiermit für beendet. Moment mal, Lady Piemont. Nicht so hastig. Ich bin sicher, ich kann Sie zufriedenstellen. Schön. Vielleicht fangen Sie damit an, dass Sie George die Heizung aufdrehen lassen. Ach, gut, tun Sie es. Aber vorsichtig. Der Strom hier ist temperamentvoll. Ich drehte das Thermostat bis zum Anschlag auf. Konnte ich die instabile Stromversorgung zu meinem Vorteil nutzen? Nochmal die Luft raus, Mr. Hobbs. Oh ja, immer rein mit dem Stoff. Oh ja, ja, ich hab mir die Ombuskette geputzt, sorry. Ha, tut es gut. Wow. Das ist einfach weiß. Nicht ganz, vielleicht ganz kleine Verfärbungen. Sie sind eigentlich sauber, ich sollte nicht so viel putzen, verdammte Scheiße, aber es hat juckt. Es juckt wahrscheinlich, weil wieder zu wenig Ohrschmalz drin ist. Ich putze meine Ohren so auf. Das ist mein Fehler.
Es war einfach hin und her reden und dann nochmal benutzen, das Thermostat. Das war die Lösung. Oi Mann, gehen Sie da runter. Sie legen den Strom im ganzen Haus lahm, wenn Sie nicht aufpassen. Vom Aufzug allein würden die Sicherungen nicht rausfliegen. Hm. Jetzt habe ich doch Stereo an, Thermostat an. Hätten Sie kurz Zeit, Lady Piemont? Für Sie doch immer, George. Wie kann ich helfen? Wie kamen Sie dazu, für Mr. Hobbs zu arbeiten? Wenn ein Künstler eine helfende Hand braucht, George, ist die meine stets bereit. Und was gibt es Hilfreicheres, als sein Fleisch den sinnlichen Pinselstrichen eines solchen Talents zu entblößen? Wissen Sie etwas über ein gestohlenes Gemälde namens La Maledictio? Oh, ist das wieder eins Ihrer Abenteuer, George? Köstlich. Psst. Mir bebt das Herz, George. Glauben Sie, Wilf hat etwas damit zu tun? Mhm. Möglich, aber Sie müssen sich normal benehmen, bis wir sicher sind. Ich schweige wie ein Grab, Georgie. Georgie. Können Sie ein Geheimnis bewahren, Lady Piemont? Ich bin der Inbegriff der Diskretion, wie Sie wissen. Sehen Sie die Mappe da bei Hobbs Tisch? Die müssen wir uns ansehen. Schweig still, mein klopfend Herz. Geben Sie das Zeichen und ich bin wachs in Ihren Händen. Was haben Sie Schönes getrieben seit unserem letzten Treffen, Lady Piemont? Wohltätigkeitsarbeit, mein Junge. Oh, etwas Bestimmtes? Junge Männer, George. So viele wissen nicht, wo es lang geht. Ich leite sie, so gut ich kann. Das war's auch schon. Danke, Freak, für den Otto. Hey, ich hatte keine Lust, mich mit der riskanten... Habt ihr einen Thermostat? Ist das schon warm, oder? Das Thermostat fasste ich lieber nicht nochmal an. Der ist betrunken. Thermostat ist an. Stereo ist an. Das ist doch nicht das Ding allein. Der hat doch schon wegen dem Thermostat rumgemeckert. Wieso läuft jetzt der Aufzug nicht? Das ist... Oi Mann, gehen Sie... Vom... Ja, sie jetzt da reingehen in den Aufzug, ne? Dass es schwerer ist. Das hab ich mir schon überlegt jetzt. Nein, nicht mit ihm reden. Oh. Immer mit der Ruhe. Reden können wir am Tresen, wenn ich hier fertig bin. Okay. Hobbs war sturzbetrunken. Ist gut so. Hätten Sie kurz... Für Sie doch immer, Joe. Lady Piemont, wir brauchen Ihre Hilfe. Wie aufregend. Was darf es sein? Eine List? Ein schlauer Schwindel? Es genügt, wenn Sie die Aufzugplattform hinter sich besteigen. Aber Viking, Bruder. Der Maler sieht ein bisschen aus wie ich. Ich habe kein lila Shirt, aber ganz ehrlich, ein lila Hemd würde ich gerne so anziehen. Liebling? Ich finde lila eine saugeile Perfekt. Farbe. Bleiben Sie genau da. Ich hätte sonst nicht eine 2000 Euro Couch, die lila ist. Komplett. Aus besseren Zeiten. Aber das sieht saugeil aus. Und er hat so ein Hemd. Da zieht so eine Kleckse drauf. Na stimmt, der Bart hat er dann von mir. Ich mag's dem so mal. Die Haare. Er hat aber die Seiten, die Haare weglassiert. Vielleicht sollte er das auch mal probieren. Ich hab's halt irgendwie immer Jahren immer dieselbe Frisur. Mach mal neu. Bisschen mehr so ein. Lass mir einen Mohawk machen. Hehehehe.
In der Tat, Viking, oder? Ich weiß aber nicht, was ich machen sollte. Ich bin so unkreativ bei den Haaren. Aber I don't know. Das Zuschauer abstimmen. Es ist betrunken. Ich beschloss zu warten, bis Hobbs wieder malte. Das würde ihn am meisten ärgern. Jetzt müssen wir den. Jetzt müssen wir den Hocker irgendwie manipulieren. Ich wollte mich nicht sehr. Flasche Whisky drauf. Ich brauchte ein Streichhölzer. Das würde nie. Münze? Nee. Eine Kakerlake drauf. I don't know. Das würde niemals klappen. Lila Haare. Ich kann ihn schubsen. Hi. Oder einfach während er droben ist, die Mappe mir schnappen. Geht das? Oh Gott, schneller. Jetzt oder nie. Es geht. Nein. Schneller, George! Hobbs war gut, aber auf keinen Fall würde er mich im Adams-Kostüm zeichnen. Tja, es war nicht La Maledictio. Es schien allerdings eine Studie eines Bildausschnitts zu sein, des Ouroboros. Aber in der Mitte der Zeichnung war irgendetwas anders. Ich dachte, die Skizze könnte ich brauchen und nahm sie mit. Zum Kuckuck, ich hab doch gesagt, die Mappe ist privat. Wie? Wie lustig. Wie damals, als Sie noch Privatdetektiv waren, George. Sie sind gar keine Modelle? Nein, Mr. Hobbs. Sie können kein Bulle sein. Sie sind nicht blöd genug. Und was zum Teufel suchen Sie in meinem Atelier? Wir ermitteln im Kunstraub des Gemäldes La Maledictio. Ich sagte ja, ich hab's nur restauriert. Ich lebe davon, vom Restaurieren. Und diese Skizzen? Studien bei der Restaurierung gemacht. Weiter nichts. Ich hab nichts mit dem zu tun, was passiert ist, nachdem es mein Atelier verlassen hat. Woher sollte ich wissen, dass Henri deswegen sterben würde? Moment mal, woher wissen Sie denn, dass Henri tot ist? Sehen Sie mal, er und ich kannten uns schon ewig. Le Lézard Bleu lief nicht gut, also habe ich ihm das Bild vermittelt. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Sanft. Wir möchten Sie keineswegs beschuldigen, Mr. Hobbs. Wir wollen der Sache nur auf den Grund gehen. Das verstehe ich und ich tue gern, was ich kann. Aber dieser Schlamassel ist mir eine Nummer zu groß. Wieso mussten Sie so viele Skizzen machen beim Restaurieren des Gemäldes? Beim Restaurieren spritzt man nicht einfach mit Farbe rum. Man muss genau hinsehen. Dieser Serp ist ein kompliziertes Gemälde. Er enthält viele Botschaften, viele Symbole. Weshalb sollte jemand La Maledictio stehlen? Es ist nicht unbedingt ein berühmtes Gemälde. Stimmt, aber es hat etwas an sich, das schwer zu beschreiben ist. Es liegt ein solcher Glaube in jedem Pinselstrich. Wer El Serp auch war, er wollte uns etwas sagen. Dieser Symbolismus ist zutiefst religiös. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Medowski in den Raub von La Maledictio verwickelt ist. Wie? Was hätte er davon, sein eigenes Bild zu stehlen? Wir haben überzeugende Beweise, dass Medowski nicht der wahre Eigentümer des Bildes ist. Dürfte schwierig werden, das zu beweisen.
Medowski verfügt über vollständige Herkunftsnachweise. Die Urkunden dokumentieren den legalen Besitz zurück bis zum Maler selbst. Warum hat Medowski die nicht erwähnt? Weil er sie nicht hat. Henri hat sie. Oder hatte sie. Und Henri ist tot. Fragen Sie seinen Partner. Lane? Lane? Genau, Lane. Hören Sie, wenn Sie hier eine Verschwörung wittern, verschwenden Sie Ihre Zeit. Und Sie verschwenden meine Zeit, wenn Sie sich nicht endlich ausziehen. Holen Sie sich die Herkunftsnachweise von Lane und alles ist in Butter. Aber das stellt dann ja Marques Geschichte in Frage. Nicht mein Problem, Schätzchen. Und jetzt verschwinden Sie beide. Ich habe ein Bild zu malen. Und wir haben einen Kritiker zu verhören. Irgendjemand lügt hier. Aber wer? Ist es der Gangster? Oder der alte Spanier? Der Maler? Oder der Kunstkritiker? Ich muss zurück, wegen Navets Rekonstruktion. Was ist mit dem Beweismaterial aus Medowskis Haus? Wirst du es Navet geben? Sollte ich wohl. Und ich kann Lane unter Druck setzen, ihn nach den Herkunftsnachweisen fragen. Gut. Ich esse morgen mit Ronny zu Mittag. Die Story wird langsam heiß. Und ich will auf jeden Fall dranbleiben. Taxi! Ich glaube, Lane lügt. Vielleicht auch nicht. Was auf jeden Fall ist, dass ich hier speichern möchte gerne. Und hier machen wir nächste Mal weiter. Wollen wir hier weiter Spiel schon überschreiben? Yeah. Es geht nächsten Sonntag weiter. Wir haben letzten Sonntag lange gemacht. Diesen Sonntag machen wir kürzer. Schauen wir rum. Es ist alles sehr komisch. Es war ein Insider-Job, das Gemälde zu klauen. Also hat Henry irgendwie gewusst, dass der zum Klauen kommt, wird aber dann umgebracht. Und anscheinend will er sein eigenes Gemälde klauen lassen. Also auch selbst wenn das Gemälde... Ich meine, es geht ja nicht um so viel Geld. Selbst wenn das Gemälde eine Fälschung war und es ein Versicherungsbetrug sein soll bloß, wieso für, was weiß ich, 70.000 an einen Mord eingehen? Hätte nicht mal umbringen müssen für einen Versicherungsbetrug. Das macht keinen Sinn. Henry müsste dann irgendwie mehr gewusst haben. Es steckt auf jeden Fall mehr dahinter. Und wenn ihm das Gemälde selber gehörte, wieso muss er es dann klauen lassen? Hätte er es auch einfach so verwenden können. Irgendwer lügt. Bin gespannt. Nächste Woche. Mehr dann. Danke für den Follow noch. Sabelnia? Du warst vorhin noch. Danke, Sabelnia. Und Xiltiak? Richtig? Komm auf unsere virtuellen Couch. Macht's euch gemütlich. Schnappt euch was und trinkt und knabbern. Schaltet vom Alltag ab und habt Spaß. Und einen wunderschönen guten Tag, Walter. Ja, Bad Herde und einfach müde. Ich habe jetzt zwei Kaffee-Intos. Ich hoffe, die wirken langsam. Die Musik in dem Spiel ist auch beruhigend, da kann man wunderbar einschlafen. Nächste Woche Sonntag weiter, wir spielen es auf jeden Fall komplett durch. Den letzten Teil dieser geilen Reihe. Heieiei. Wie viel haben wir? 30% knapp erst. Nice, das ist richtig lang.